Raketen, immer weiter Bomben und Raketen. In den umkämpften ukrainischen Städten bleibt kaum Zeit zum Luftholen. In der Hauptstadt Kiew starben vergangene Nacht mehrere Menschen in einem Einkaufszentrum. Russland behauptet, dort seien Raketenwerfer stationiert gewesen. Die Hafenstadt Mariupol wird weiter systematisch bombardiert. Die Versorgung ist zusammengebrochen. Selbst für die Toten findet sich kaum ein Platz. Ein Grab für den Nachbarn, direkt in den Straßen von Mariupol. Ich hoffe, dass es eine Art Umbettung geben wird und dies nur vorübergehend ist. Das Militär hat uns gesagt, wir sollen die Leichen an einen kalten Ort bringen. Der einzige kalte Ort ist jetzt der Keller. Aber in den Kellern sind Menschen und die Toten zu den Menschen zu bringen, ist einfach... Bomben haben sie nicht getötet, aber diese ganze, ja, Situation, die Keller, der Bewegungsmangel, der Stress, auch die Kälte. Fast 350.000 Menschen sind in Mariupol eingeschlossen. Viele haben kein Wasser, keinen Strom, kein Essen. Mehr als 2.100 Menschen sind nach ukrainischen Angaben hier seit Beginn der russischen Invasion getötet worden. Trotz der Situation, die vom Kreml geforderte Kapitulation der Hafenstadt lehnt Kiew kategorisch ab. 70 Kilometer südwestlich liegt derweil ein russisches Landungsschiff in Berdjansk an. Russische Streitkräfte kontrollieren mittlerweile den Großteil der ukrainischen Küste am Asowschen Meer. Und gleichzeitig greifen sie erstmals Odessa am Schwarzen Meer an. Im dortigen Hafen schlägt die Ukraine einen Großteil ihrer Waren um. Auch die Hauptstadt Kiew wird weiter beschossen. In der Nacht hat es ein Einkaufszentrum im westlichen Stadtteil Podil getroffen, ebenso wie mehrere Wohnhäuser. Diesen Mann konnten die Rettungskräfte lebend bergen. Mindestens 8 Menschen aber sterben. Die Ausgangssperre in Kiew und der Region wird erneut verlängert. Sie beginnt heute um 20 Uhr und gilt bis 7 Uhr morgens am 23. März. Gleichzeitig vermeldet Russland einen weiteren Einsatz seiner neuen, extrem schnellen und manövrierfähigen Hyperschallrakete. Nach einem unterirdischen Waffenlager im Westen des Landes soll es ein Treibstofflager in der Region Mykolaiv getroffen haben. Einen Waffenstillstand lehnt Moskau ab, genau wie ein Treffen der beiden Präsidenten. Die jüngsten Verhandlungen beider Seiten hätten keine Fortschritte gebracht. Die Ukraine vermeldet aber, man habe weitere Fluchtkorridore vereinbart. Diese Busse sollen Zivilisten aus Mariupol holen. Doch die belagerte Stadt soll nicht unter die Vereinbarung fallen. Norbert Hahn ist ARD-Korrespondent in der Ukraine. Wir erreichen ihn jetzt in Lviv. Herr Hahn, die Tragödie der Vernichtung Mariupols durch Russland geht weiter. Die Ukraine hat ja eine Kapitulation der Stadt trotzdem abgelehnt, obwohl die Lage militärisch aussichtslos scheint. Warum? Mariupol ist eine extrem wichtige Stadt, weil sie einen sehr hohen Symbolcharakter hat. Und dafür kann man erstmal vielleicht auf die russische Seite gucken. Die Separatisten, die 2014 sich erst Donetsk geholt haben und dann Luhansk, die wollten gemeinsam mit russischer Unterstützung eigentlich 2014 schon auch Mariupol nehmen. Mariupol liegt am Meer, man hätte eine Verbindung zum Meer gehabt. Und Mariupol ist aber damals extrem hart verteidigt worden von den Ukrainern. Und ich glaube, diesen Stachel im Fleisch, den will man jetzt im Grunde rausziehen. Man will endlich auch Mariupol haben. Zumal man, wenn man Mariupol hat, auch eine Verbindung schaffen kann über die Schwarzmeerküste rüber bis nach Odessa womöglich. So, ich glaube, das ist der Punkt. Also für die Russen ist diese Stadt extrem wichtig. Und aus dem gleichen Grunde, aus diesem symbolischen Grunde, ist Mariupol aber auch für die Ukrainer so wichtig. Die Ukrainer wollen diese Stadt halten, wollen zeigen, das ist ein Symbol für uns. Wir haben es damals geschafft, Mariupol zu halten und wir versuchen es diesmal auch. Und so traurig muss man das wohl sagen, wie es ist, bis zum letzten Mann. So sieht es ja im Moment aus. Also Mariupol als Symbol des Widerstandswillens des ukrainischen Volkes gegen eine Aggression. Schauen wir weiter in die Hauptstadt Kiew. Dort wird auch heftig weiter gekämpft. Was wissen Sie über die Situation dort?
Sie haben es ja schon gesagt, es wird weiter heftig beschossen. Ein Einkaufszentrum hat es getroffen und auch wieder Wohngebiete. Das ist die Lage heute. Was man sagen kann, was auch immer wieder interessant ist zu erwähnen, ist, es gibt weiter einen Zugang in die Stadt hinein. Der wird gehalten von ukrainischen Truppen, die sich da halt auch offenbar festgebissen haben. Das Hauptziel der russischen Armee ist im Moment Mariupol. In Kiew lässt man weiter Bomben hageln. Aber nach wie vor schreckt man wohl davor zurück, weiter in die Stadt vorzudringen. Und gleichzeitig ist die ukrainische Abwehr, glaube ich, um Kiew auch besonders gut. Wenn man sich die Menschen in der Ukraine anschaut, das, was sie aushalten müssen, wie viel Widerstandskraft haben sie noch? Was sind Ihre Erfahrungen? Ja, hier auf den Straßen in Lviv kriegt man dazu immer gute Antworten. Die Leute wollen durchhalten, die Leute haben eine unglaubliche Hilfsbereitschaft, sie haken sich unter, sie sind in den Suppenküchen, sie verpflegen die Flüchtlinge, sie teilen ihren Wohnraum mit Flüchtlingen. Aber was sie eben auch machen ist, viele lassen sich eben auch ausbilden, um sozusagen militärisch mitzuhelfen, um womöglich Checkpoints besetzen zu können oder aber eben auch tatsächlich mit der Kalaschnikow schießen zu können, wenn hier die Truppen einrücken sollten. Norbert Hahn, vielen Dank für die Einschätzung in das Leben dort in der Ukraine, in Lviv. Der Krieg in der Ukraine dominiert auch das Treffen der EU-Außen- und Verteidigungsminister in Brüssel. Zusätzliche Sanktionen gegen Russland sollen diskutiert werden, zum Beispiel ein komplettes Ölembargo. Geplant war das Treffen allerdings schon lange, auch das Thema, die Verabschiedung von Leitlinien für die europäische Sicherheitspolitik der nächsten 10 Jahre. Putins Angriff hat dafür nun aber die Ausgangslage grundlegend verändert. Noch bevor die Beratungen fürs neue Sicherheitskonzept überhaupt begonnen hatten, gab der litauische Außenminister die Marschrichtung vor. We cannot get tired. Wir dürfen nicht müde werden, Sanktionen zu verhängen. Wir dürfen nicht müde werden, der Ukraine Unterstützung und Hilfe anzubieten. Was in Mariupol geschieht, ist ein massives Kriegsverbrechen, bei dem alles zerstört, alles bombardiert und jeder wahllos getötet wird. Die Sicherheitsstrategie der EU, die heute im Fokus steht, ist nicht die Antwort auf den Ukraine-Krieg, so Borrell weiter, aber Teil der Antwort. Tatsächlich beraten die 27 Mitgliedstaaten schon seit Jahren über eine gemeinsame Verteidigung. Nun, im Angesicht des russischen Angriffskriegs in Europa, steht das Konzept. Die finanzielle Hilfe für die Ukraine zur Beschaffung von Waffen wird verdoppelt, auf 1 Milliarde Euro. Deutschland trägt davon rund 1/4 und wird im ersten Jahr, das ist 2025, die schnelle Eingreiftruppe von 5000 Soldaten stellen. Außerdem wird Berlin mehr Waffen in die Ukraine liefern. Ins Detail geht die deutsche Außenministerin bewusst nicht. Dafür wirbt sie für mehr Solidarität für die vielen Menschen, die aus dem Kriegsgebiet fliehen. Wir brauchen eine solidarische Luftbrücke. Wir müssen von der Außengrenze direkt in europäische Länder verteilen. Jeder muss Geflüchtete aufnehmen. Und es geht hier nicht um ein paar Tausend, sondern es geht um Millionen von Geflüchteten. Die Schätzungen gehen auf 8 Millionen. Unterschiedliche Ansichten gibt es in den Ländern nach wie vor zu weiteren Sanktionen gegen Russland. Irland und Litauen befürworten ein Ölembargo. Ich denke, es ist unvermeidlich, über den Energiesektor zu sprechen. Und wir können auf jeden Fall über Öl sprechen, denn es ist die größte Einnahmequelle im russischen Haushalt. Und es ist auch ziemlich leicht ersetzbar. Deutschland sieht zurzeit nicht die Möglichkeit, auf Ölimporte aus Russland zu verzichten. Man könne den Ausfall höchstens zur Hälfte ersetzen und warnt, die Wirtschaft würde einbrechen mit unabsehbaren Folgen. Bernd Riegert aus unserem Studio in Brüssel verfolgt das Treffen. Bernd, schauen wir erst noch mal auf die neuen Sicherheitsvereinbarungen. 1 Milliarde für Waffenlieferung, eine schnelle Eingreiftruppe ab 2025. Gibt es schon weitere konkrete Ergebnisse dieses Treffens? Ja, die Empörung bei den Außen- und Verteidigungsministerinnen und Ministern, die steigt. Die russische Führung und auch der russische Präsident Putin werden inzwischen als Kriegsverbrecher offen bezeichnet angesichts der mörderischen Angriffe auf die Städte in der Ukraine. Aber bei den praktischen Handlungsmöglichkeiten, da ist man so langsam am Ende der Fahnenstange angekommen. Es gibt mehr Geld für Waffenlieferungen, aber diese Waffen muss man erst einmal finden. Die Bestände in den europäischen Staaten, die werden
werden langsam leer. Jetzt muss man nachkaufen. Das wird alles etwas dauern. Panzerbrechende Waffen werden geliefert, aber nicht das, was der ukrainische Präsident eigentlich angemahnt hat, also Kampfjets und schwereres Gerät. Das wird es nicht geben. Es wird auch keine Flugverbotszone geben, also ein direktes Eingreifen der EU oder der NATO in diesen Krieg. Und auch was die Eingreiftruppe angeht, das ist noch Zukunftsmusik. Die EU hat schon öfters versprochen oder sich vorgenommen, eine Eingreiftruppe zu bilden. Daraus ist dann nie etwas geworden. Und ob wir 2025 soweit sind, das wird man sehen. Und auch diese 5000 Soldaten, die die deutsche Ministerin angekündigt hat, das ist ja keine stehende Truppe. Das sind Soldaten, die sozusagen gemeldet werden an die EU und dann im Bedarfsfall einberufen werden können. Und das sind parallele Strukturen zur NATO. Auch das ist kein wirklicher Fortschritt und schon gar nicht für den Krieg, den wir im Moment haben. Schauen wir auf die, genau auf diesen Krieg und die Sanktionen. Die EU hat ja schon mehrere Runden an Sanktionen verhängt. Jetzt warnt Litauens Außenminister vor Sanktionsmüdigkeit. Gibt es Anzeichen dafür in Brüssel? Also Müdigkeit würde ich das nicht nennen. Die Sanktionen und die Verschärfung der Sanktionen, das ist eigentlich jetzt ein ständig sich wiederholender Vorgang. Die Menschen, die sich damit beschäftigen hier in Brüssel, die tagen praktisch in Permanenz. Es wird die fünfte Runde vorbereitet. Noch einmal Sanktionen gegen Oligarchen, gegen Firmen, gegen Sektoren der russischen Wirtschaft. Was es nicht geben wird im Moment, ist ein Embargo von Öl, Gas oder Kohle. Darauf hatten sich die EU-Staats- und Regierungschefs ja schon verständigt. Es gibt immer wieder Staaten, die daran schrauben wollen. Dazu gehört Litauen, dazu gehören Polen und auch andere Staaten. Aber Staaten wie Italien, Deutschland, Bulgarien und andere sagen, das können wir einfach nicht machen. Wir würden uns selber mehr schaden als den Russen selbst. Also das ist im Moment nicht auf der Tagesordnung. Hat sich jetzt das alte EU-Dauerstreitthema Verteilung von Flüchtlingen erledigt? Die osteuropäischen Staaten nehmen ja viele, viele Flüchtlinge auf. Ja, alle 27 Mitgliedstaaten haben sich verpflichtet, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Flüchtlinge aus anderen Weltregionen, darüber wird im Moment nicht gesprochen. Also das Thema ist nicht erledigt. Aber die ukrainischen Flüchtlinge sollen aufgenommen werden. Und es könnten bis zu 10 Millionen werden. Das ist eine ja für europäische Verhältnisse unvorstellbar hohe Zahl. Und deshalb wird man sich jetzt darum kümmern, einen Verteilungsmechanismus zu finden. Dazu wird in dieser Woche auch gesprochen von den Staats- und Regierungschefs. Es werden die Innenminister sich damit noch einmal beschäftigen. Es muss Luftbrücken geben aus den Staaten, auch aus Moldawien, das viel zu viele für seine Bevölkerungszahl, viel zu viele Flüchtlinge inzwischen hat. Und die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat angemahnt, auch die Amerikaner müssen ihre Tore öffnen. Auch die Kanadier und auch Großbritannien, die bisher keine oder fast keine Flüchtlinge aufnehmen, sind gefragt. Und dazu wird man Joe Biden hören, der auch nach Brüssel kommen wird in dieser Woche. Am Donnerstag zum EU-Gipfel. Vielen Dank, Bernd Riegert, nach Brüssel.